Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Beifall der jungen Wilden aus der CDU spiegelt nicht das wider, was wir in der Region dauernd erleben. Aber da will ich gleich noch mal zukommen. Ich möchte gerne, Sie können gleich Zwischenfragen stellen, das ist dann zielführender. Ich möchte gleich mit einem Zitat beginnen. Es wäre im Übrigen ein sträflicher Leichtsinn, das sage ich ganz deutlich, dieses Gebiet nicht zum Nationalpark zu erklären. Deshalb gebe ich auch an dieser Stelle der Hoffnung Ausdruck, dass die Bundesregierung sich ebenfalls den Forderungen dieses Landtags anschließen wird. Denn die vielen seltenen Pflanzen, die sich in der Vergangenheit dort angesiedelt haben, sind in der Tat schützend und erhaltenswert. Dieses setzt aber voraus, dass die Senne nach der militärischen Nutzung zum Nationalpark erklärt wird. Es geht weiter. Ich will Ihnen nur sagen, es haben sich die meisten Bürger für den Nationalpark Senne ausgesprochen. Lassen Sie mich deshalb abschließend sagen, dass damit die Natur und die Menschen, insbesondere die Menschen in der betroffenen Region, einen deutlichen Sieg davontragen. Das sind die Ausführungen des FDP-Abgeordneten Kuhl gewesen am 3.5.1991. Und ich finde, dem ist inhaltlich nichts hinzuzufügen. Wir haben einen einstimmigen Beschluss damals gefasst. Ja, und Sie sollten sich fragen, vor allen Dingen der Parteistratege Herr Lindner sollte sich fragen, an diesem Antrag, den Sie heute vorgelegt haben, kann man ja sehen, dass wir den Substanzverlust der FDP in allen Feldern, ja, Sie sind heute, tragen Sie Mitverantwortung für die FDP, das müssen Sie jetzt ganz besonders aufpassen. Den Substanzverlust der FDP können wir hier exemplarisch nachvollziehen. Bei der Niedersachsenwahl war das ja abzulesen und es wurde in allen Wahlanalysen dargelegt. Kompetenzwerte gleich null. Jörg Schönborn nennt die FDP im WDR ein hohles Gerippe, ohne Inhalte. Und so inhaltsleer ist auch dieser Antrag, den wir heute hier vorlegen haben. Die Senne soll zum Ausverkauf freigegeben werden. Der Ausverkauf unserer Heimat und des unwiederbringlichen Kleinods Senne. Alle Ihre Reden vom Naturschutz sind inhaltsleer. Ein solcher Ausverkauf wird Ihnen aber nicht gelingen. Der Nationalpark sichert das Naturerbe unserer Heimat. Er ist das Zukunftsprojekt für unsere Region. Und diese Werte teilen in der Tat die Menschen in der Region. Das hat nicht nur die repräsentative Umfrage von Emnet belegt, das belegen auch noch mal die Zahlen von 2009. Die haben sich nämlich überhaupt nicht verändert. Und was hier mit den 35.000 Unterschriften, die mal gerade 10% der Menschen im Kreis Lippe betragen von der Zahl her, da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie die zustande gekommen sind. Da ist Menschen erzählt worden, wenn die Oma in den Wald geht, im Nationalpark fällt ihr der Baum auf den Dach. Man muss befürchten, dass demnächst die Wildkatzen die Hühner meucheln. Es muss befürchtet werden, dass man nirgendwo im Nationalpark mehr spazieren gehen kann. So sind Unterschriften eingeworben worden. Das waren Lügenmärchen über einen Nationalpark. Und deswegen gibt es heute Leute, die sich schämen, dass sie dort unterschrieben haben und am liebsten ihre Unterschrift wieder zurückholen wollen. Ich kann den Menschen in NRW versprechen, der Nationalpark ist und bleibt auf der politischen Agenda, weil er das Zukunftsprojekt ist. Und zu dieser Zukunft gehört auch das Infobüro, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn es leistet Infoarbeit und Umweltbildung für die Menschen in der Region. 2017, darüber haben wir uns hoffentlich gemeinsam gefreut, wird dort die Landesgartenschau mit dem Thema Wald stattfinden. Und Sie können jetzt schon im Umfeld des Nationalparkbüros fast 700 Hektar Naturwaldzelle erleben. Und das wird erlebbar gemacht. Das ist die Aufgabe des Büros vor Ort und das gehört auch zu den Zukunftsinvestitionen für diese Region. Und ich bitte dann die Kollegen und Kolleginnen aus der Region, vielleicht mal im Kreis Höxter wohnt jemand, der würde Sie einladen, gerne intensiv mit Ihnen sprechen. Ich bin sicher, es ist Klaus Töpfer. Dort sollten Sie mal einen Workshop belegen. Ich würde gerne noch mal zum Schluss zitieren, nämlich von Klaus Töpfer.
Wir müssen zusehen, dass wir etwas Positives als Chance nutzen, dass wir unsere Heimat Egge und Senne als fantastisches, großartiges Geschenk an uns sehen und dass wir dieses Geschenk gut weitergeben an die uns Folgenden, weil es auch Grundlage des Lebens kommender Generationen ist. Wenn wir uns mehr mit den möglichen Chancen beschäftigen und welche Verantwortung und Verpflichtung wir haben, so etwas zu erhalten, dann kommt der eine oder andere vielleicht doch noch zu einer anderen, sehr viel positiveren Bewertung eines Nationalparks. Das sind die Werte, das ist die grüne Programmatik, das ist die Programmatik dieser Koalition Rot-Grün. Darauf können die Menschen sich verlassen. Werteorientierte Politik, das machen Rot-Grün in diesem Land. Wir überweisen das jetzt natürlich mit Ihnen in den Ausschuss, aber dieser Antrag, Herr Lürbke, hat keine Chance. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Für die Piratenfraktion erteile ich das Wort Herrn